Für deutlich unter 100 Euro werden bereits vollständig ausgerüstete Laptops angeboten. Unwissende, arrogante Zeitgenossen bezeichnen derartige Rechner gerne abwertend als Spielzeug. Dass diese Geräte jedoch für clevere Nutzer ein enormes Potenzial bieten, möchte ich in diesem Video zeigen. Ausgeliefert wird der hier zu sehende Laptop mit dem Betriebssystem Android in der Version 2.2. Den vollen Zugriff auf das Dateisystem und die Hardware erhält man jedoch erst nach der Installation von Linux. Experimentierfreudige Zeitgenossen haben den Bootvorgang abgeändert, wodurch Debian direkt von einer SD-Speicherkarte gestartet werden kann. Ein dickes Dankeschön an all die fleißigen Programmierer. Mit Hilfe eines digitalen Multimeters soll zunächst der Stromfluss und über die Akkuspannung die aktuell benötigte elektrische Leistung gemessen werden. Die Zeit des Bootvorgangs möchte ich nutzen, euch die Innereien des technischen Wunderwerks zu zeigen. Als Prozessor ist eine VIA-CPU vom Typ WonderMedia 8650 verbaut, die mit einer Frequenz von 800 MHz getaktet ist. Der Arbeitsspeicher ist 256 MB groß, was für aktuelle kommerzielle Betriebssysteme jedoch oftmals zu wenig ist. 256 Millionen Bytes sind in meinen Augen jedoch alles andere als wenig Arbeitsspeicher. Als Schnittstellen zur Außenwelt stehen ein Kopfhörerausgang, ein Mikrofoneingang, eine Netzwerkbuchse und drei USB 2.0 Buchsen zur Verfügung. Wird nicht auf den Akku zugegriffen, wird der Laptop durch ein Netzteil mit 9 Volt Spannung und einem Maximalstrom von 1,5 Ampere mit Energie versorgt. Als Festplatte kommt eine 4 GB große SD-Speicherkarte zum Einsatz, auf der neben dem reinen Betriebssystem noch jede Menge Anwendungen Platz finden. Das Display löst mit 800 x 480 Pixeln auf und ist sogar entspiegelt, was bei vielen teuren Produkten zu meinem Leidwesen nicht der Fall ist. Die Tastatur ist, sagen wir mal, gewöhnungsbedürftig, aber im Preis enthalten. Gleiches gilt für das Touchpad. Zwei winzige Lautsprecher sprechen nicht wirklich laut, können aber zur Ausgabe von Signaltönen verwendet werden. Mit Kopfhörerausgang ist die Klangqualität brauchbar, als Multimediazentrale soll dieser Rechenknecht jedoch nicht herhalten. Als Energiespeicher kommt ein Akku mit einer Nennspannung von 7,4 Volt und einer Kapazität von 1500 mA zum Einsatz, der für über 2 Stunden Betriebsdauer ausreicht. Inzwischen ist der Bootvorgang abgeschlossen. Es fließt ein Strom von 270 mA zwischen den Polen des Akkus, womit eine elektrische Leistung von etwa 2 Watt von dem Laptop umgesetzt wird. Der Höchstwert beim Bootvorgang betrug 670 mA, entsprechend 5 Watt. Untersuchen wir den Zusammenhang zwischen Bildschirmhelligkeit und Stromverbrauch. Setzen wir die Helligkeit auf 0, so sinkt der Stromverbrauch leicht um ca. 20 mA. Stellen wir einen Wert von 250 ein, steigt der Stromfluss auf 590 mA, was einem Leistungsverbrauch von 2,3 Watt nur durch den Bildschirm entspricht. Der Unterschied im Stromverbrauch ist dabei minimal, wenn zwischen weißem und schwarzem Hintergrund umgeschaltet wird. Gehen wir zurück auf einen Wert von 100, so fällt auch der Gesamtstromverbrauch wieder auf 280 mA, was 0,2 Watt Bildschirmleistung entspricht. Durch Einschalten des integrierten WLAN-Moduls steigt der Stromverbrauch um ca. 100 mA an. 740 mW elektrische Leistung werden also von dem Funkmodul umgesetzt. Starten wir ein kleines Zählprogramm, so steigt die Prozessorlast auf 100%, der Stromverbrauch jedoch nur um 20 mA. Lassen wir den Computer nun machen, was Computer halt so machen, rechnen. Starten wir die Kommandozeile im Vollbild, denn gute Programme brauchen keine knallbunte Benutzeroberfläche, die unnötige Ressourcen frisst,
Lediglich unwissende Nutzer sind von ihr abhängig. Apropos Computermuggels. Diese bezeichnen Rechner mit einem einkernigen Zentralprozessor mit 800 MHz gerne als langsam. Dass dem nicht so ist, zeigt das erste Programm. Dieses ist in der Programmiersprache C geschrieben und macht nichts anderes als beginnend bei 0 100.000 Mal zu einer Variablen den Wert 1 zu addieren. Umgangssprachlich bezeichnet man diesen Vorgang auch als Zählen. Eine zweite Funktion ist in den Programmcode eingebaut, welche die Zeit stoppt, die der Computer für den Gesamtvorgang benötigt. Das Programm wird mit dem Compiler GCC in Maschinencode übersetzt und anschließend gestartet. Die Prozessorleistung steigt auf 100%. Wie zu sehen, benötigt der Computer gerade einmal 5 Sekunden, um von 0 bis 100.000 zu zählen. Ganz schön schnelle, wenn man bedenkt, wie lange ein Mensch dafür brauchen würde. Diese enorme Rechenleistung lässt sich praktisch nutzen, wenn eine Schnittstelle zur Außenwelt an den Laptop angeschlossen wird. Die hier zu sehende Platine verfügt über 6 H-Brücken, 2 einzelne Leistungstransistoren und 2 Anschlüsse für Servos. Als Eingänge sind 3 Analog-Digital-Konverter und ein Zähler vorhanden. Zentrales Element ist ein weiterer Kleincomputer, nämlich ein Atmega 816PU mit einer Taktfrequenz von 16 MHz, einem Kilobyte Arbeitsspeicher und 8 KB Programmspeicher. Verbunden werden beide Rechenwerke über eine USB-Schnittstelle. Der Atmega muss zuvor mit Hilfe einer weiteren Platine programmiert werden. Nach Abschluss der Programmierung und dem Einsetzen des Mikrocontrollers kann die Experimentierplatine verwendet werden. Das erste Programmbeispiel hatte keinen großen praktischen Nutzen. Dass Zählen aber eine wichtige Arbeit von Computern ist, zeigt sich im Zusammenspiel aus Experimentierplatine und Laptop. Gezählt werden elektrische Impulse, die von Tropfen ausgelöst werden, die durch eine Lichtschranke fallen. Die Zählarbeit wird von dem Atmel-Chip geleistet und die Zählerstände können von dem Laptop abgefragt und aufaddiert werden. Das Volumen eines einzelnen Tropfens kann experimentell bestimmt werden und somit kann der Laptop das Flüssigkeitsvolumen errechnen, das aus dem Vorratsgefäß getropft ist. Habt ihr die Tropfen mitzählen können? Von wegen langsamer Computer! Verwenden lässt sich eine derartige Anordnung als Regenmengenmesser oder zur genauen Abmessung der Volumenverhältnisse von Ausgangsstoffen bei chemischen Reaktionen. Titrationen können von dem Laptop somit ohne großen Aufwand durchgeführt werden. Mit Hilfe der Analog-Digital-Konverter können analoge elektrische Signale in Zahlwerte umgerechnet werden. Hier wirkt ein Potentiometer als Spannungsteiler und mit dem Konverter kann somit die aktuelle Stellung des Schleifkontakts ermittelt werden. Die beiden anderen Kanäle werden zur Messung der Spannungen zweier Batterien verwendet. Die Ausgangsspannung einer entladenen Zelle ist niedriger als die einer vollständig geladenen Akkuzelle. Auch der Spannungsabfall beim Anschließen eines elektrischen Verbrauchers kann ermittelt werden. Wichtig sind derartige Messungen beim Aufbau einer Ladevorrichtung von Akkumulatoren bzw. zur Überwachung beim Entladen. Viele Sensoren können mit Analog-Digital-Konvertern verwirklicht werden. Zwei weitere Beispiele sind ein Wind- und ein Temperatursensor, die beide noch geeicht werden müssen, um aussagekräftige Werte erfassen zu können. Mit der Platine kann der Laptop nicht nur Signale empfangen, sondern auch elektrische Verbraucher schalten. Die 4 LED-Leuchten können im einfachsten Fall ein- und ausgeschaltet werden und das mitunter sehr schnell hintereinander. Die Schaltung kann dabei so schnell durchgeführt werden, dass das menschliche Auge die einzelnen Vorgänge nicht mehr wahrnimmt. Die beiden Computer sind also schneller als euer Auge.
Durch geschickte Wahl der Ein- und Ausschaltzeiten kann die scheinbare Helligkeit der LED-Leuchten variiert werden. Dieses Verfahren bezeichnet man als Pulsweitenmodulation. Erstellt mit dem Laptop euer eigenes Lichtprogramm. Unterschiedlich lange Einschaltpulse dienen zur Ansteuerung von Servos. Die Pulslänge wird von diesen Geräten in einen bestimmten Winkel des Servoarmes umgesetzt. Bei dem hier zu sehenden Servo ist ein einzelner Steuerimpuls zwischen 1 und 2 Millisekunden lang in einem Gesamtzeitraum von 20 Millisekunden. Könnt ihr Millisekunden zählen? Viele Roboterarme werden durch Servos bewegt, so auch der Kameraarm meines Landers. Als nächstes wird ein Elektromotor von den beiden Minicomputern angesteuert. Über die H-Brücke kann die Polarität an den Eingangsklemmen des Motors variiert werden. Der Motor kann in- und entgegengesetzt zum Uhrzeigersinn angesteuert werden. Durch die bereits angesprochene Pulsweitenmodulation kann die Drehzahl des Motors variiert werden. Wird die Drehzahl in Abhängigkeit der Potentiometerstellung verändert, kann ein elektronisches Gaspedal verwirklicht werden. Eine besondere Bauweise von Elektromotoren stellen die sogenannten Schrittmotoren dar. Diese bewegen sich durch wechselseitiges Ein- und Ausschalten bzw. Umpolen von Elektrospulen um einen definierten Winkelschritt. Bei dem hier zu sehenden Motor werden 200 Schritte für eine 360-Grad-Drehung benötigt. Habt ihr mitzählen können? Der Laptop und der Mikrocontroller schon. Derartige Motoren ermöglichen präzise Bewegungen. Hier werden drei Schrittmotoren und ein Servo von der Platine angesteuert und die Anordnung fungiert als Plotter. Das Geschwindigkeitslimit wird nicht von dem Laptop bestimmt, sondern von der geringen mechanischen Leistung der verwendeten Schrittmotoren. Benötigt der Plotter 22 Minuten zur Zeichnung des Bildes, so kann der Laptop die reine Berechnung in einigen Sekunden durchführen. Dabei werden über 100.000 Einzelschritte durchlaufen. Der Laptop kann sogar sein eigenes Tattoo anfertigen, eine Fähigkeit, mit der selbst teure Edelrechner nicht ausgestattet sind. Mit der elektrischen Leistung von gerade einmal 4 Watt des Gesamtsystems können selbst große Verbraucher geschaltet werden. Der Verbrennungsmotor leistet immerhin bis zu 21.000 Watt. Nimmt man einen zweiten Laptop zur Hand, ja, die Dinger gibt's sogar in Pink, kann ein Rechner durch den anderen ferngesteuert werden. Das könnt ihr mit unterschiedlichen Betriebssystemen und ihr könnt das in meinem RoboSpatium ausprobieren, indem ihr mit Kameras ausgerüstete Elektrofahrzeuge fernsteuern könnt. Oder automatisiert euren Haushalt. Gießt eure Blumen von jedem Ort des Planeten mit Internetzugang. Füttert den Goldfisch. Oder führt euren Hund Gassi. Die auf dem Laptop installierte Software, wie das Betriebssystem Debian Linux, der GNU-Compiler oder die Werkzeuge zur Mikrocontroller-Programmierung, ist frei zugänglich und darf kostenlos heruntergeladen, kopiert und beliebig oft installiert werden. Mit dem nötigen technischen Wissen und etwas Fantasie handelt es sich bei diesen farbenfrohen, preisgünstigen Kleincomputern keineswegs um Spielzeuge, sondern um vielseitige Werkzeuge für Forschung und Bildung. Gespielt wird mit teuren, knallbunten, hochauflösenden Benutzeroberflächen, auf denen bunte Icons hin und her geschoben werden.
You know what I mean. In diesem Sinne, seid kreativ und lasst euch nicht von dummdreisten Lizenzen oder bunten Programmoberflächen in eurem Tatendrang bremsen.